Hallo ihr Lieben, heute mal ein kurzer Tipp zu dem Thema Smoothies, weil ich jetzt so oft gefragt wurde, was ich an Tipps für Smoothies geben kann. Ich trinke ja sehr viele Smoothies und da gibt es doch ein bisschen Bedarf an Wissen, weil man kann nicht einfach jeden Tag den gleichen Smoothie trinken, weil es auch nicht gut ist. Warum ist es nicht gut, wenn du zum Beispiel jeden Tag einen Smoothie aus Spinat und Mangold machst? Gibt es da so eine Oxalsäure, die giftig ist, wenn du es jeden Tag zu dir nimmst? Es ist wichtig, dass du täglich verschiedene Smoothies trinkst, ja? Du kannst oder solltest immer wieder variieren. Beispielsweise trinke ich 3 Tage lang einen Smoothie mit Mangold, Spinat, Petersilie. Dann die anderen 3 Tage ist da Postelein, Vogelmiere, Brennessel, Löwenzahn. Wenn du dir diese Blätter nicht pflücken kannst, kannst du sie kaufen. Die gibt es auch zu verkaufen. Also im Bioladen gibt es eigentlich, okay, da gibt es keine Brennesseln, auch kein Löwenzahn, aber Postelein gibt es, Mangold gibt es, Spinat gibt es, Salate, Petersilie. Die kannst du eigentlich überall kaufen. Und damit dir halt dein Smoothie machen und jeden Tag dann variieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Lass dich aber nicht erschrecken, wenn ich sage, Oxalsäure und giftig, das hat halt die Pflanze, das ist so. Und wenn du dir jeden Tag eine Fertigpizza reinschiebst, ist es auch nicht gerade das Gesündeste. Ja? Also das Problem ist, dass wenn man sagt, Oxalsäure und giftig, dann schrecken viele zurück und wollen dann kein Smoothie mehr trinken. Es gab ja auch in den Medien schon, ich glaube es war letztes Jahr, irgendwie so eine Nachricht, da ist eine gestorben, eine Frau ist gestorben, weil sie jeden Tag Smoothies getrunken hat. Da muss man immer recherchieren und selber nochmal nachdenken. Ja, nicht alles glauben, was die Medien erzählen oder auch was ich erzähle oder was andere erzählen. Man muss immer selbst für sich selbst recherchieren und herausfinden, was jetzt daran wirklich stimmt. Die Frau damals, die gestorben ist, hatte, soweit ich informiert bin oder soweit ich mich damals rein recherchiert habe, ich glaube, das war jeden Tag Obstsmoothies hat sie getrunken. Jeden Tag Obstsmoothies, die hatte, glaube ich, 1 oder 2 Kinder und das war's. Sie hat nichts anderes gegessen, das kann ja wohl nicht angehen, ja. Und du brauchst Grünzeuge, nicht Obst. Also wenn ich jeden Tag Obst esse, trinke, wo willst du denn da deinem Körper die Vitamine noch geben? Klar ist Obst gesund, aber du brauchst auch viel Grünzeug, du brauchst auch andere Dinge, nicht nur Obst. Und ich glaube, alle, die mir zuhören, werden mir zustimmen, dass das nicht wirklich gesund sein kann, sich täglich nur von Obst zu ernähren in Form von Smoothies. Das heißt, variiere deine Smoothies, trink jeden Tag was anderes, muss nicht jeden Tag was anderes sein, mach mal alle 2, 3 Tage mal was anderes. Und wenn du heute mit Mangold was und Mangold und Spinat, also nur diese 2 Sachen, Mangold und Spinat, ich meine, es sind nur die 2 Sachen, solltest du nicht täglich trinken. Bei Brennessel ist es genauso, wenn du Brennessel beispielsweise 3 oder 4 Wochen hintereinander nur Brennessel trinkst, jeden Tag fängst du dich an zu vergiften. Also man merkt es, man kriegt taube Finger und so weiter. Man merkt es, natürlich stirbt man nicht sofort. Die Viktoria Butenko hatte das auch in ihrem Buch schön erklärt, weil sie es auch nicht wusste, sie hat jeden Tag Löwenzahn und Brennessel getrunken, hat sie gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas macht sie falsch und so kam sie dann darauf, dass man immer variieren sollte. Ja, die kann halt die ersten beiden Tage Brennessel, danach die anderen Tage Löwenzahn, dann kannst du wieder Brennessel, also nicht jeden Tag das Gleiche. Also so, wenn du 3 Wochen, aber ich glaube, das machen die wenigsten, wenn du 3 Wochen jeden Tag einen Spinatsmoothie trinkst, ist das schlecht. Wenn du nicht an die Pflanzen rankommst, weil du keinen Bioladen hast, keinen Garten hast etc., gibt es Pülverchen. Ich kann euch jetzt zurzeit leider keinen empfehlen, weil ich da jetzt auch nicht so viel Ahnung habe. Ich habe ein paar gekauft, weiß aber nicht wirklich, ob die gut sind. Ich gehe einfach im Bioladen dann kaufen. Im Winter kaufe ich mir halt Pülverchen, Spinat, gibt es da Brennessel. Du kannst dir halt aussuchen, was du möchtest. Sie schmecken natürlich nicht. Das ist einfach Pulver, das kannst du dann entweder im Saft oder ins Wasser reingeben und mit ein bisschen Obst mischen, dann kannst du es trinken, dann schmeckt es wieder. Ich merke aber den Unterschied dazu, dass die nicht so stark sind, wie wenn du es frisch kaufst natürlich. Ja? Aber immerhin kannst du die trotzdem grüne Smoothies machen, auch im Winter, wenn du nicht an grüne Pflanzen kommst. Und auch im Sommer, wenn du nicht dazu kommst, die selbst zu pflücken, ist auf jeden Fall eine Alternative. Was ich euch noch raten kann, ist nicht zu viele Zutaten mischen. Das finde ich schlecht. Also da gibt es einige Webseiten oder auch Videos, die dann zeigen, die machen 1000 Zutaten in die Smoothies rein. Finde ich nicht so gut. Also wenn du verstehst, wie der Körper funktioniert, dann weißt du, dass es besser ist, wenige Zutaten dem Körper zu geben. Also wenn du einen Apfel isst, ist es besser, als wenn du einen Apfelkuchen draus machst. Dann hast du die vollen Vitamine und der Körper kann sich nur auf diesen Apfel konzentrieren. Wenn ich mir einen Smoothie mache, ich hatte anfangs auch total durcheinander die Smoothies gemacht, mache ich auch immer noch manchmal, obwohl ich weiß, dass es schlecht ist, dass ich manchmal rote Beete, Karotte, bla 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 bla. Es ist aber besser, wenige Zutaten zu nehmen. Das ist auf jeden Fall besser. Zum Beispiel habe ich jetzt heute einen Smoothie aus Brennessel, Mangold, Postelein und Äpfel. Kurkuma und Ingwer. Okay? Ich habe da jetzt nicht noch Bananen reingegeben und Mango reingegeben und Ananas reingegeben und keine Ahnung was reingegeben und Gurke.
Also man sollte auch kein Gemüse mit dem Blattgrün, also wenn du ein Obstsmoothie machst, ja, so wie ich es jeden Morgen mache zum Beispiel, dann mische kein Gemüse rein. Also wenn du jetzt beispielsweise einen Apfel und eine Banane reinmachst und dann noch eine Gurke und eine Karotte, kriegst du Blähungen und dann kannst du den ganzen Tag pupsen und stinkst. Das ist schlecht für den Körper, weil das eine länger braucht und das andere weniger länger braucht, um zu verdaut zu werden. Und es streitet sich dann im Magen und so entstehen dann diese Fäulnisgärungen im Darm und dann muss man halt pupsen. Deswegen empfehle ich, mach halt einfach dein Gemüse, also dein Gemüse sage ich, das Grünzeug rein. Das kannst du mischen, also ist egal, Mangold, Petersilie, Spinat, keine Ahnung, was du da halt gerade haben möchtest. Und dann ein Obst dazu. Ja, ich würde dann zum Beispiel nur Äpfel oder nur Bananen, aber nicht so viel mischen. Und dann halt immer Ingwer, gebe ich halt immer dazu. Also ich merke, dass mich das auf jeden Fall fitter hält und mich davor verschont, krank zu werden, Erkältung und so weiter. Genau, und wenn du ein Gemüsesmoothie machst, dann kannst du beispielsweise rote Beete und Karotte oder Gurke und wenn du Schnittlauch machst, kannst du auch nochmal Schnittlauch reinmachen und ein bisschen Ingwer reinmachen, aber dann kein Obst noch dazu mischen. Das wird dann wieder, ist nicht so gut für den Körper. So, eine andere Sache, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, wenn ich grüne Smoothies mache, wenn du beispielsweise ganz neu bist auf diesem Gebiet und du sammelst beispielsweise Brennessel, dann mach dir keinen Smoothie mit einem halben Kilo Brennessel. Mach so viel in den Mixer rein, wie du auch so essen könntest. Nur essen. Ja? Wenn du zum Beispiel Spinat, ein Kilo Spinat essen kannst, machst du in den Mixer rein. Aber wenn du denkst, das würde ich gar nicht schaffen, dann mach dir nicht ein Kilo Spinat rein. Erstmal langsam anfangen, weil sonst wird es zu viel für den Körper. Er fängt an zu entgiften, du kriegst Kopfschmerzen, es geht dir erstmal schlecht. Das heißt, erstmal mit kleinen Mengen anfangen und dann kannst du es langsam steigern. Okay? Ich glaube, das waren so die wichtigsten Tipps. Ich will das Video gar nicht so lang halten, weil ihr wollt ja immer kurze Videos haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meistens fällt es mir ein, wenn ich das Video ausmache und alles wieder abgebaut habe, da denke ich, scheiße, ich wollte ja noch das und das sagen. Falls mir irgendwas einfällt, werde ich es unten in die Infobox reinschreiben. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, lasst euch euren Smoothie smacken. Lasst euch euren Smoothie smacken. Und macht nicht zu viele Obstsmoothies. Macht immer noch, also wenn ihr einen Obstsmoothie macht, gebt immer noch ein bisschen Grünzeug rein. Das finde ich, ist besser für den Körper. Ja? Also nur Obstsmoothie ist nicht wirklich gesund. Viele denken, okay, ich habe mir jetzt ein Obstsmoothie gemacht, das ist gesund. Unser Obst ist überzüchtet auf Zucker. Ja? Früher war unser Obst nicht so süß wie jetzt. Und vielleicht werden mir jetzt da nicht viele zustimmen. Das ist meine Meinung, hat jeder seine eigene Meinung oder jeder hat eine andere Meinung. Aber nur aus Obstsmoothie finde ich nicht so toll. Also dann lieber nochmal Grünzeug dazu geben, ist verträglicher für den Körper und er hat da so ein bisschen mehr Vitamine als nur das Süße. Okay? Und mit dem Süßen, anfangs könnt ihr halt viel süßen, entweder Honig oder Apfel. Und mit der Zeit könnt ihr das immer mehr reduzieren und ihr werdet merken, wie lecker das schmeckt und wie satt euch das macht. Und wie einfach sich der Darm fühlt. Ja, mit Brötchen fühlt sich der Darm ziemlich schwer an, aber mit Smoothies, gerade aus Grünzeug, das ist lecker, es macht satt und beflügelt und macht dich fit. Okay, falls du weitere Fragen hast, stell sie mir unten in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald zum nächsten Video.